Ich heiße Michael Stehmann, bin selbstständiger Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Langenfeld im Rheinland. Ich nutze genug Budget bei der Arbeit und zwar täglich. Grundsätzlich ist es so, dass alle Mails, die hier rausgehen, signiert werden von mit genug Budget. Und soweit ich über den Public Key des Adressaten verfüge, werden die natürlich auch verschlüsselt. Aber das ist das Problem. Bei vielen Adressaten, bei vielen Mandanten verfüge ich noch nicht über deren Public Key, weil viele auch noch gar keinen haben. Viele Mandanten sagen mir, Herr Rechtsanwalt, ach, Sie wissen doch, meine Sache, die interessiert doch eigentlich keinen und da ist das ja nicht so wichtig. Ich versuche den Leuten dann zu erklären, dass es wichtig ist, dass möglichst viel und möglichst alles verschlüsselt wird, weil dann sich die Entschlüsselung für die interessierten Kreise sehr teuer gestalten würde. Ich pflege das sozusagen Feld, Wald und Wiese. Das heißt, es sind natürlich teilweise Firmen, es ist natürlich teilweise der Staat, aber keine Sachen, wo ich sagen würde, dass dürfte einen Geheimdienst wirklich interessieren. Aber ich bin der Meinung, Rechtsanwälte haben eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht und daher sollte man mit den eigenen Mandanten, wenn es geht, nicht sozusagen per offener Postkarte verkehren. Wie gesagt, signiert wird grundsätzlich alles, was rausgeht. Das ist eine nachprüfbare Unterschrift und ich finde, ein Rechtsanwalt, der sollte so verkehren mit seinem Mandanten. Dass sie wenigstens nachprüfen können, ist das wirklich von meinem Anwalt oder hat mir das irgendjemand untergejubelt? Ich finde es wichtig zu verschlüsseln und ich finde es sehr wichtig, dass ein Anwalt das anbietet, weil das sagt hier, bitteschön, es gibt Dinge, die gehen niemanden anderen etwas an. Und dass man das ganz bewusst macht. So eine Gesellschaft, man muss sich klar sein, so eine Gesellschaft, die unter einer Massenüberwachung lebt, ja? Da verändert sich auch das Verhalten der Menschen und das möchte ich nicht. Das sind die tragenden Gründe mancher Entscheidungen des Bundesverfassungsschutzes, dass die sagen, es darf eben bestimmte Überwachungen, es gibt, darf bestimmte Datenerhebungen und so weiter nicht geben, weil sonst die Menschen ihr Verhalten ändern und das wollen wir nicht. Die Frage, ob die Gesetze reichen, ist an einen Juristen gestellt. Eine einfache Frage eigentlich. Mein Job als Jurist, auch als Anwalt, ist sozusagen die Abweichung von rechtlichem Sollen und tatsächlichem Sein zu bearbeiten. Da ist mir dann eine Verschlüsselung lieber, die dann den Inhalt tatsächlich schützt, als ein Gesetz, was Leuten verbietet, den Inhalt zu verraten. Also da bin ich dann eher auf der Seite der Fakten als der des Rechts. Wir sollten weiterhin dafür kämpfen, dass das auch verboten ist. Und ich denke, wenn ich GNU PG benutze, ist das auch eine Meinungsäußerung von mir. Nämlich die Meinungsäußerung, meine Privatsphäre ist mir nicht egal. Und die Privatsphäre meiner Mandanten ist mir erst recht nicht egal.